So, damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Feuerrot. Und ich habe mal Off-Cam, ich wollte dieses Sumpfex fangen, habe ich tatsächlich nicht geschafft. Dafür habe ich klitzekleines bisschen gelevelt, nämlich Sejong, der war glaube ich vorher auf Level 4. Ich habe mich dazu entschieden, erstmal den einzunehmen, weil das Wasser-Pokémon ist. Und der ist schon Aquakanare und so. Was kann man auch? Eis finde ich ganz angenehm. Und Ronfloren habe ich jetzt auch erstmal. Nämlich auch jetzt erstmal. Weil. Ja, eigentlich wollte ich ja Sumpex fangen, aber ich habe es tatsächlich nicht geschafft, ihn zu fangen. Das ist so ein Drecksvieh. Das wollte nicht drin bleiben. Ich glaube, ich komme mal, wenn ich bessere Bälle habe, komme ich nochmal hierher. Jetzt wollen wir gegen unseren Rivalen antreten, nicht wahr? Nicht wahr? Ja. Mal hoffen, dass er kein überstarkes Pokémon hat. Und dann wollen wir endlich nach Marmoria City. Das war hoffentlich Marmoria City. Mit der ersten Arena, wir wollen ein bisschen hier vorankommen. Ich möchte ja noch hier vorne, wenn wir fertig werden. Damit wir auch gleich. Nein, nicht nochmal. Ich will auch gleich damit Kanto weitermachen, nämlich in. Let's go! Scheiße, Dingsbums. Ja, gut. Naja, ist egal. Übrigens, ich hab gerade. Mir ist recht warm eigentlich. Aber draußen bei mir in der Sonne sind es einfach mal fucking 47 Grad. 47. Na gut, man muss sagen, in der knallharten Sonne. Aber hier ist kaum Schatten. Also ja. Hey Luigi, bist du auf dem Weg zur Pokémon-Liga? Vergiss es. Wahrscheinlich besitzt du nicht mal einen Orden. Die Wache würde ich gar nicht erst durchlassen. Ach, sind deine Pokémon eigentlich stärker geworden? Werden wir sehen, aber wenn du hier wieder so eine Kacke hast, also wenn du eine Kacke, so eine Kacke hast, Simsala. Na gut, also wenn du so eine Kacke hast, dann ja. Ha. Ich kenne mich halt nicht aus, ich weiß kaum Sachen, gegen die effektiv sind, gegen irgend so einen Scheiß. Ich weiß es nicht. Hab Nachsicht mit mir, ich kenne mich nicht aus. Ich weiß, dass du, glaube ich, weiß nur, physisch glaube ich, das ist bei Statik. Oh. Ist das drin? Statik, also wenn man jetzt mit so einer Dings, also Spezialattacke, nee, physische Attacke, dann greift man ihn direkt an und man könnte halt, wenn jetzt man Statik hat, so ein Scheiß, so hat der sowas. Ich hätte auch sowas. Hat dann halt. Ja, Dings. Keine Ahnung. Ich laber hier Scheiß. So, Sejong. Wehe, der ruft den wieder zurück. Mann! Das fände ich echt scheiße. Oh, komm, stirb nicht. Das ist nicht effektiv gegen dich. So, Aquaknarre. Mann, was ist das für ein Scheiß? Ich bin nicht schneller als er. Fuck. Aber dann hätte ich gern bei ihm die EP. Mann, dieses scheiß Magma, das ist so. Bin glaube ich ein bisschen unterlevelt. Ja, das ist mir eigentlich auch ein bisschen egal, weil ich möchte mit dem hier nur Sejong heilen. Ich habe nur einen Trank. Fuck. Wer ist der letzte? Ja, gut. Gut. Ist okay. So. Nicht, Sejong. Er soll nicht sterben. Das würde so viele EP kriegen. Das wäre echt schade eigentlich. War auch kein Volltreffer. Ich habe Angst, dass er jetzt angreift und mich umbringt. Fuck, bitte überleb! Oh. Yay! Geschafft! Glumanda ist Level 9.
Level 7. Das freut mich natürlich. Zugabe. Super, Zugabe. Gegner wiederholt letzten Angriff 2 bis 6 Runden lang. Ach, da kommt mal ein Jäger weg, was ausgesprochen wird. So, und Zugabe erlernt. Yay! Noch ein Level! Mensch, das freut mich natürlich. Zum Glück hat er kein legendäres oder so ein Scheiß. Das fände ich halt so ein schon echt Betrug. Komm, bitte, bitte, bitte verletz dich nicht selbst. Bitte, Glumanda. Bitte tu mir den Gefallen. Du blödes Vieh, Alter. Fuck. Mann. Hätte auch so viel LP. Hätte auch noch wahrscheinlich noch ein Level. Dann muss ich halt ein bisschen off-cam trainieren. Halt. So vielleicht Level 12 oder 11. Weil wenn der Level 9 ist, das waren ja die beiden, sind ja nicht so jetzt hoch. Naja. Ich wechsle mal zu Sejong, dann kriegt er vielleicht auch noch ein paar EP, aber hoffentlich bringt er den nicht um. Gut, dann jetzt. Fuck, fuck, Knarre. Ah, fuck. Scheiße! Ach, ich hätte einfach mit Sonnenflor bleiben sollen. Weh, der hat jetzt einen Volltreffer. Nein! Du blödes Vieh, Alter! Mann, der hat es im roten Bereich! Du schaffst eh nicht, hier ist Level 2. Halt nur Erstauner. Toll. Mann, das war doch. Och komm. Ich habe ja schon wieder gegen ihn verloren. Das ist natürlich. Natürlich jetzt nicht so schön. Fuck. Ja, ich kaufe mir ein paar Tränke. Das ist gut für den Tipp. Wäre ich nie selber drauf gekommen. Ich hätte gerne eigentlich Turbo-Treter, aber das dauert nur so lange. Ich habe ja gar kein Geld. Das ist natürlich jetzt. Scheiße. Ja. Okay. So. Ich möchte mir dein Scheiß-Tutorial nicht ansehen, aber dafür kann ich jetzt halt mal was trinken. Bam, bam. So. Eigentlich muss man das Pokémon vorerst schwächen. Aber er hat es ja nicht nötig. Bäh. Ich wundere mich wenigstens irgendwas, was man ihm zugesehen hat. Das war so perfekt. Bla bla bla. Leerkanal.
Ja. So, steht da. Tipps für Trainer. Feier Pokémon und jetzt bin ich weg. Sorry. Route 2. Route 2 bei Tanis hat immer Moria CD. Ich wollte mal gucken, was für eine Pokémon es hier gibt. Ein Zigzags. Na gut, ich hätte den Räumsklave, wäre schon gut, aber ich habe ja keine Dings. So, was gibt's denn noch so schön? Ein Forstelka. Naja. Gut, ich habe jetzt die Jorgen. Ich weiß nicht, was besser ist. Na gut. Dann fangen wir uns gleich nachher nochmal an Pokémon. Ah, jetzt kommt es mit der Vitania-Wald. Meine Freunde und ich wollten ihr Käfer-Pokémon fangen. Unsere Pokémon, jetzt bin ich wieder weg. Scheiße. Mann, ich hätte gerne Pokebälle. Ich möchte gerne ein paar Pokémons fangen. Denn ich will der Allerbeste sein. Keiner vor mir war. Ganz allein scheiße ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Pokémon! Okay, das tut mir leid. Ich hätte gern eigentlich Turbo-Tritt, das würde mein Leben deutlich vereinfachen. Das ist ein Item. Ein Pichu. Mal, gab es schon in der dritten Generation das Pokémon? Ja, könnte sein. Oh, ein Machschock. Machschock. Hätte ich auch ganz gerne eigentlich so ein Kampf-Pokémon. Wäre nicht mal was schlechtes. So, was haben wir hier? Ein Pokéball. Oh, geil. Dann können wir sogar noch ein Pokémon fangen. Mal gucken, was kommt. Oh, nee. Nee. Hätte ich lieber ein richtiges Pikachu. So. Ja, Onyx. Nee, Onyx ist nicht. Stalos. Onyx ist das andere. Ich trau mich nicht so ganz. Aber ich habe Angst, dass ich ihn umbringe. Machen wir einfach mal. Auf geht's. 1 KP oder so. Kannst du übrig haben. Oh. Sehr gut, das ist stärker. Also das nächste ältere Pokémon-Spiel mache ich dann in der Randomize Nasslock oder so. Weil ich glaube, das wäre dann auch ein bisschen spannender. Ich hoffe, dass eine Pokéball geht. Als jetzt hier, ich kann mir jedes Pokémon aussuchen. Kann mir das stärkste suchen. Das dann fangen. Fuck! Mann, bleib doch einfach drin. Dann kriegt er wenigstens ein bisschen RP. Nicht RP, sondern EP. Heißt das eigentlich EP? Erfahrungspunkte, ja. Naja. Ah, jetzt kann ich aus dem Glas raus. So ein Trainer? Oder ist er noch links? Kein Trainer, verdammt, wir sind die Pokébälle ausgegangen. Wie fange ich nun bloß Pokémon? Sollte immer genug Pokébälle dabei haben. Ja, habe ich aber nicht, wenn man kein. Und ich habe kein. Na gut, ich bin jetzt eh nicht drin geblieben. Ich traue mich nicht gegen das zu kämpfen. Was? Flucht unmöglich? Nein! Ich bin irgendwie nervös, dass er da einfach so steht.
Wieso nicht? Ich möchte raus hier. Oh. Ey, das gibt Erfahrung. Das gibt Erfahrungspunkte. Vom Feinsten wahrscheinlich. Dann brauche ich wohl Seegang. Muss ich ihn wohl tatsächlich besiegen. Fuck. Bring mich nicht um. Mann. Meine Güte. Der sinkt aber auch nur die Initiative. Ja, warum müssen sie das nämlich immer wieder anzeigen? Das geht auf die Nerven. Mann, ich hätte das so gerne, aber ich glaube, das wäre eh nicht drin geblieben. Und ich weiß nicht, ob ich es doch benutzt hätte. Aber halt, wenn irgendwie so eine Scheiße kommt, hätte ich es vielleicht benutzt. Hätte es vielleicht ein bisschen trainiert. Mann, aber ins Team aufgenommen hätte ich das wahrscheinlich nicht, weil das wäre ja wirklich ein bisschen lame. Wenn man jetzt Growdown, aber das gibt's nur 77? Ich will wenigstens ein Level. So ein Scheiß. Mensch. Was haben wir hier? Ein Trank. Das war doch mal was. Ja gut. Dann halt nicht. Du bist aber jetzt ein Trainer. Ja. Mhm. Ich muss mal wieder was trinken. Ich habe so einen Durst. Dennoch zwei Pokémon. Da müssen wir noch anstrengen. Zubat. Achso, die sind ja randomized. Und der Park geht ganz schön lang schon. Ich möchte nicht nur mit so einem Flora kämpfen, aber das ist halt so am höchsten Level und am stärksten von allen. Gut, ich glaube, das wird, glaube ich, nix. Hier, er braucht auch mal ein bisschen. Ich hätte gern einen Glurak. Ba, 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 ba. Fukano. Ah. Das ist natürlich scheiße jetzt. Ist ja auch ein Dings. Ah, fuck, Seon, ich hatte fast gar keine Dings mehr. Toll. Brüller. Oh, komm. Dann auch der. Na gut. Alter, kannst du mal entscheiden? Was denn jetzt? Nee, nee, nee. Nee. Hier, den kannst du haben. Den kannst du haben. Brüller geht auf die Nerven. Ich habe einen Trank bekommen, dann könnten wir so machen. Dann darf ich wenigstens auch mal als erstes angreifen. Gut, dann habe ich genug Initiative. Mann! Wenn ich jetzt einen Trank haben. Trank, okay. Und Seeyong, perfekt. Stört mich nicht. Nein! Ich wollte Aquaknarre. Fuck. Geht doch. Perfekt. Komm, eigentlich ganz gut. Sonnenflor Level 12. Yay. Auch ein Level 10. Oh, endlich mal ein bisschen Geld. So, dann würde ich mal sagen, das war's schon mal für den Part hier.
Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Mir hat es Spaß gemacht. Hätte gerne das Squadron gehabt, aber geht ja nicht. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bye!